1. Moin Moin Männer, willkommen zurück hier. Wann hin? Sorry, Digga, bin rausgefallen. Oh, Alter, ey. Ich hab dir schon mal gesagt, hier unten die USB-Platte auf dem Boden, die hat ein Loch. Ja, zusammen auf jeden Fall mit Mali. Günther und Günther. So, ich aus dem Ding kullert. So, der Dicke ist aus dem Bauwagen rausgekullert. Weiter geht's, meine lieben Freunde. Wir haben Sonntag. Und zur Feier des Tages wird gearbeitet. So. Kennst du das ja schon, Manfred? Günther. So, ja, langsam. Lass mich noch kurz da eben in deinen Traktor beamen. Aber hallo. Scotty? Ja. So, ich überlege, ob ich erstmal hier ein paar draufhaue. Wie viel haben wir denn jetzt? Zähl mal durch. 25 brauchen wir, glaube ich. 2, 4, 5. Boah, verzählt. 1, 2, 3. Das ist nicht neu. 6, 7, 8, 9, 10. 11 Stück. 11 Stück haben wir schon. Das ist schon fast die Hälfte, Junge. Ja. So, na warte mal, ich schau die mal hier drauf. Ja, mach das mal, dann kann ich hier in der Zwischenzeit nochmal sägen, du. Haben nichts mehr. Genau, hören wir noch ein paar Blaufichten um und denk an die 10 Meter Schnitte, gell? Nicht mehr, nicht weniger. Da flutscht's aber ganz schön hier, wenn du da den zu doll anpackst. Wenn du vorne zu doll zumachst, flutscht er raus. Kenn ich irgendwoher. So, uiuiuiui, die Blaufichten haben aber ein stattliches Gewicht, mein lieber Herr Gesangsverein. So. Da. So. Und Rambazamba, rein damit. Alter Schwede, ich glaube, das wird eine kleine Belastungsprobe für unseren Anhänger. Eins? Na, aber hallo. Oje, oje. Aber hallo. So, das sind hier. Wir haben ein paar mal 10 Meter, du. Danke, Anke. Wer ist denn jetzt Anke, du? Erzähl du. Anke ist meine neue. Willst du mal zeigen, Anke? Warum nicht? Anke, komm doch mal her, sei doch nicht so schüchtern. Bist doch sonst doch nicht. Anke? Warte mal kurz. Anke, was ist los? Wie wir jetzt nass jetzt? Anke, komm doch mal her, ein bisschen kuscheln. Komm mal ein bisschen puzzeln, hä? Anke, das geht doch. Anke. Nee, ist er will nicht. Anke ist heute nicht so gut drauf. Oh. Bisschen was hat, Erdbeerwoche oder so. So, zack die Bohne. Oh, Alter, ich weiß nicht so richtig, aber das mit dem Anhänger hier, das wird. Also die Blaufischen, die wiegen ein bisschen mehr, gell? Das wisst ihr hoffentlich. Also kriegen wir nicht alle 25 drauf. Günther, ist klar. Dann wird es Zeit für größere Hänger, Schlepper, du. Hänger? Brauchst du Schlepper. Wirklich mal einen größeren, den kleinen, den du in deiner Hose hast. Das glaube ich nicht, du. Doch, doch, hat mir letztens deine... Warte kurz, Angriff ist los. Deine Mutter hat mir das erzählt, dass du ganz... Die hat mir ein paar Kinderfotos auch gezeigt. Ein ganz schön kleiner Schniedel hast du da. Ja, genau, was willst du machen, ne? Ich denke mir halt so, wenn du, dann hast du so einen kleinen Büscher und dann noch so einen Bauch. Ihr seid euch ja total fremd, weißt du, wie ich meine? Also. Den sehe ich noch, du. Den sehe ich noch, du. Ja, das glaub ich bei. Meinst du? Den siehst du doch nicht mehr. Also, ja. Jeden Ange? Morgen. Hast noch was Kleines für mich hier? So ein Obst oder so, Ange? Vom Feld? Naja, sie guckt mal. Oder ich weiß nicht, wie der Blick jetzt zu deuten war. So. Jeden Morgen erhebt er noch sein Köpfchen vor mir, du. Wer? Ach, der kleine Mann, ja. Den sehe ich doch, du. Der einäugige Bandit. So. So. Na, ich weiß nicht, ob ich das glauben soll, aber naja. Ja. Da bleibt ja eh nichts anderes übrig. Ich muss ja den Anhänger mal ein bisschen anders hinstellen. Der steht so ein wenig, um es dezent auszudrücken, scheiße. 10 Meter. Hör mal, Manni. Ja, was denn, Günther? Habe ich mir was aus dem neumodischen Internet bestellt, ne? Ach, Quatscher. Ja, ja. Was hast denn da? War ein bisschen überfordert mit dem ganzen hier registrieren und Nummer und E-Mail. Aber ich habe es dann hinbekommen, ne? Du und hast eine E-Mail? Ich habe eine E-Mail. Quatsch, Günther. Ja, ja. Wie ist denn die? Uni@blonde.
Ich würde ja sagen, dicker Bauch, kleiner Pimmel, penisvergrößerung.de. Nee, nicht. Okay. Günis Blondes at GMX. GMX bist du hin? GMX bin ich hin. Free Webmail, du. Free was? Free Webmail, Free Willy Webmail. Das sind Sachen, da kenne ich mich nicht aus. Das habe ich noch nie gehört. Okay. Free ja. Webmail, was kann man da? Kannst du da was kaufen oder was? Hast du gekauft? Kannst du mit dem Ehen? Nicht hoch, ne? Ne, der geht, der hat gar keine, der ist komisch. Wie bei dir eine Hose, geht auch nicht hoch, du. Geh mal lieber weg, nicht, dass meine Zange dich mal kurz einschnabuliert. Junge. Boah, was ist denn hier los? Guck mal an, die Kravenzmänner, die sind so dick, ey. Lecko mio, ey, was gibt's doch gar nicht. Meine Fresse, ey. Sag mal, warum nimmst du denn nicht den Magneten? Ja, boah, weil ich nicht so ein Loper bin wie du, Junge. Ja komm, ich will doch die 25 Stände, wirst du die 25 Stämme mal hier mit dem Frontlader aufgeladen kriegen. Wir könnten ja auch mal für einen Radlader die Dings holen hier, die uns der Beneder hier geschenkt hat, unseren schönen Radlader. Der hat doch bestimmt auch eine Holzzange. So, mal schauen, du. Na guck mal, ob der eine Holzzange hat. Ey, das war der Hammer, ja. Alter. Da sagst du ja, holen wir den Radlader hoch und machen hier richtig Krawall und Remi Demi. Oh, Scheiß ja, drauf, ja. G20 ist nur einmal im Jahr. So, was? Hat er. Quatscher! 3800, ey, der Flocken, du. Oh, warte mal, ich mein Konto ist gar nicht eingeloggt. Ich muss mal hier kurz die Sparkassen-App starten. So. Von Maxi. So, wo ist denn das? Frontlader. Oder Frontlader-Katalog. Frontlader, Seite 495. Da hab ich nicht. Nee. Hab ich nicht. Du meinst bei Radlader, nicht Frontlader. Ja, Radlader und dann... Meine Fresse, ey. Maxi, Poltergabel, 3800, du. Komm, kaufen. Kaufen? Hab ich gekauft. Ich hab schon. Gut, dass du das jetzt noch gesagt hast, du. Genau, wollte ich mal anmerken. Dann los, ich zahl mal noch ein paar Bäume aus dem Wäldchen und du holst mal mit dem Radlader die Poltergabel. Hältst davon? Oh, Alter, es ist so dunkel. Ich sehe meine eigene... Doch. Sag mal, hat das Ding kein Licht oder was? Hä? Du musst doch Licht haben. Soll ich vielleicht gleichzeitig noch das Arbeitslicht mitbringen? Sag mal, ich bin doch nicht harter Junge. Das Ding muss doch Lichtschalter haben. Die wollen mich rollen hier, kann oder? Kann ich jetzt meine Bestellgeschichte enderzählen, du? Ach so, na klar. Ja. Habe ich auf jeden Fall in das neumodische Internet was bestellt. Und du glaubst es nicht, der Postbote kommt immer, wenn ich nicht da bin. Nee, ach so, das kann ich sagen, warum. Das kenne ich. Von deiner Mom. Hat die mir damals doch schon erzählt, warum das so ist. Weißt du warum? Warum? Weil der Schöne deine Olle wegzwirbelt, Junge, wenn du nicht da bist. Ich war ja auch nicht da, sonst hätte ich ein Paket ja angenommen. Ach so, ach, da kommt immer nicht, wenn du da. Ach so. Na nun, ne? Was ist denn das Problem? Da? Wir arbeiten immer bis 19 Uhr und die Poststelle zum Paket abholen. Warte, macht um 18.30 Uhr zu. Ja, und jetzt müssen wir ihn rumheulen oder was? Ich will eigentlich sagen, ich brauche frei, um mein Paket abzuholen. Machen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen, dass du vielleicht mal einen Tag alleine hier bist, du. Na, ist klar. Ich mach das ja alleine noch, die ganze Scheiße. Ja. Sag mal, du hast nur ein bisschen Höhe oder was? Deine Cine-Minis heute früh waren wo abgelaufen. Hä? Oder hast du jetzt 5er Milch genommen, anstatt 3,5er heute früh? Oho. Junge, ey. Ey, da fällt mir das Ei aus der Hose, wenn ich sowas höre. Du kannst mich doch jetzt nicht hier einfach im Stich lassen, Günther. Sag mal. Aber ich muss doch das Paket abholen, du. Lass das wieder zurück. Das geht doch nicht, Manni. Naja. Braucht das Paket. Alles ist das Gleiche mit euch. Ich muss Mittagspause machen, dann kann ich ja mal eben rüberflitzen und das holen, du. Das kannst du machen in der Mittagspause, aber nicht während der Arbeitszeit! Du wärst stinkig! Bunny! Was denn? Weiß, Leute arbeiten hier nicht. Die haben ein Leben, die haben um 20.42 Uhr haben die nämlich Feierabend. Wer denn? Ja, hier der Shop, du. Komm nicht rein, die Schranke geht nicht auf. Ah, okay. Bums. Haben die auch schon wieder zu? Die machen erst um 8 Uhr morgens auf, du. Ja, das ist schlecht. Ich würde ja eh sagen, wir hauen uns mal aufs Ohr.
Also dann, wenn der Arbeitstag vorbei ist. Oh, warte mal, jetzt habe ich hier meine Chance. Muss ich das nochmal losmachen? Bleibst du schön hier? Ja. Dann kann ich noch schön hier mit Nein switchern. So, jetzt halt ich fest. Und zieh an. Oh, Scheiße. Es. Soll ich festhalten? Oh, danke. Ange! Komm mal her, ein bisschen kuscheln. Ange. Komm ein bisschen kuscheln, Ange. Ey, hier, ich hab ein hier, total neues Ding. Greenscreen, da ist dein. Hier, da bist du weg. Das sieht man dich gar nicht. Jetzt. Ange. Hör mal zu. Was ist denn wieder? Hör mal auf, da rumzufummeln. Zieh die Stimme hier raus, du. Quatsch, kein Zahnlocker, Junge. Ich krieg kein frei, um Paket abzuholen, aber der ist nur am Fummeln hier. Guck mal, Ange ist durchsichtig. Ange, komm her, ein bisschen kuscheln. Ange, kuscheln mal, komm. Dein Manfred, hä? Oh, Ange, wie war's denn heute in der Dusche? Noch nicht. Aha, das war Stichwort. Au, Günther! Was machst du denn? Was machst denn du? Ich hab dir doch gerade angehangen hier. Bist du harte? Ange, mach mal lieber jetzt einen Abzieher hier. Och, mach. So. Bunny. So. Jetzt geht's schon los. Mensch, ich hab mir die zurechtgelegt vielleicht mal. So, wie geht's denn lang? Och, jetzt häng ich auch noch auf ihn drauf, oder was? Warte mal. Komm, Junge, jetzt zieh doch mal richtig durch hier. Oh, 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 oh. Alter, das ist gar nicht so einfach. Der ist ganz schön brutal hier. Der Kleine. So, jetzt aber. Feuer. Auf zum Holzplatz. Jawollo. Warte mal, die werde ich mal hier vorne ablegen. Oder? Nein, nö, die kann ich eigentlich schön ein bisschen innerfahren gleich. So. Zack, die Bohne. Also irgendwie habe ich einen Lichteffekt. Ich weiß nicht, was los ist. Bei mir geht kein Licht mehr. Ich habe eine Idee, an was das liegt. Ich auch, du. Lass mich mal rein. Mach du mal das Licht an. Glaub mal, bei mir geht das nicht. Also bei mir wird es nicht angezeigt, sagen wir es eher so. Ja. Bei dir? Nee. Auch nicht? Nee, ist ja kaputt. Warte mal. Warte. Die anderen haben Licht. Geht der Blinker an. Oh. Die anderen haben Licht. Was ist denn da los? Mit dem Johnny? Da wird uns doch jetzt nicht verrecken hier auf halber Strecke. Hey Günther, was ist los mit dem Johnny? Nicht, dass der uns verreckt hier auf halber. Auf halber. Piste. Ja, geht nicht. Nö. Na warte mal, da müssen wir mal vorsorgen. Da müssen wir. Du kannst auch das zurücksetzen. Also fragen, ob sie es dir in die Stadt reinliefern. Und da. Ach jo, so spät machen die noch. Ja, immer. Die für Geld machen die generell alles. Kennst du ja. So, ja. Na pass auf, ich hab mal noch eine andere Idee, weil es jetzt gleich stockenduster wird. Nee. Sag mal, wo ist denn jetzt das Ding hier hin, da? Ah, da. Nee, warte mal, wo war denn das jetzt? Ich hab doch hier, gab's doch diverses hier. Das ist aber teuer. Aber das nützt nicht, das brauchen wir sonst immer nicht. Ich weiß auch nicht, was los ist hier. Hä? Wo ist denn jetzt hier der Ding hin? So. Fährst du mal in die Stadt? Nein, das abholen? Wer ist wohin? Wer ist denn wohin? Hä? Wer denn? Ich, der Radlader war weg. Nee, da saß ich drin, Junge. Oh. Ich kann ja nicht arbeiten so. Fahr mal in die Stadt runter und hol mal das Zeug. Oder warte mal, den muss ich mal selber wahrscheinlich hinfahren. Wieso, du? Ich kann hinten ankuppeln. Echt jetzt, hä? Ja. Na dann. Mach das mal. So. Und ich lade ja weiter auf, oder was? Ja, mach mal du. Aber wo ist denn der blöde Hof hin? Ah.
Der eine ist so dick, Junge, da kriege ich meinen Arm nicht mal drum. Oh, Scheiße. Der ist so dick, den kriegt der Traktor nicht hoch. Oh, ja, ja. Kriegt er nicht hoch, der Traktor. Keine Chance, Günther. Das hat die gute Lisbeth von dem Beneta auch gesagt bei mir. Und jetzt kriegt sie ihn auch rum. Was hat die gesagt? Dass mein Stamm zu dick wäre. Also ich will ja nicht ulken, ne? Aber irgendeiner hat ja ein Problem mit unserem Holzanhänger. Der steht ständig anders. Der steht immer anders. Der steht anders. Der verschiebt sich. Kann ich ja kaum glauben, du. Aber von ganz alleine. Nee. Doch. Oh, Manni, gibst du wieder Geld aus hier für Nippes? Für Nippes? Nee. Doch, Mann, hier stimmt doch was nicht. Kennt ja gar nicht. Du sollst dir mal was sagen? Ja, was denn? Ich bin nicht angekuppelt hier, du. Was du da gekauft hast. Ja, war mir klar, dass du das wieder nicht war mir so klar, dass du das wieder nicht angekuppelt kriegst. Hm. Ach du Scheiße. Dachte, das geht. Ah, nee, das geht ja gar nicht. Das ist ja hier. Hm. Ja, Doch, müsste gehen, du. Eigentlich. Da ist doch hier das Ding da drum. Da, hier, da. Das da. So, kriegst du ihn oder kriegst du ihn nicht? Ist ja die Preisfrage. Aber ich verstehe nicht, warum mir kein Licht geht. Das ist mir absolutes Rätsel. So, na gut, aber sei es drum. Ich gehe machen Bauwagen. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, so. War ja klar. Oh. Raus da, Junge. Ich kann nicht rein. So. Meine Fresse, ey. Kommen Sie rein. Können Sie rausgucken. Oh, Scheiße. War ich eins zu weit. Kannst du losgehen? Gut. So, oh, schau mal, das Licht angemacht. Immer wieder schön am Erich. So. Da, setz dich. Kuckuck. Gut, wie du willst. Da, Junge, was ist denn jetzt? Ich hab Feierabend. Ja, setz dich. Aber Mann. Los, mein Lieb. Doch. Oh, Alter. Jetzt so ein kühles Blondes und dann geht's ab in die Falle. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss. Haut rein, Leute. Tschüss.